So, dann meint er, jetzt schon? Und ich so, wie jetzt schon? Wir sind jetzt schon zu spät, Franz. Wenn wir jetzt sofort zur Bahn laufen, sind wir schon 10 Minuten zu spät. Bei uns kam ein Kumpel auch immer zu spät, haben wir immer einen frühen Zeitpunkt gesagt, damit er für sich zu spät, aber für uns pünktlich kommt. Ich glaube, es ist einfach, zu spät kommen ist ja auch so eine magische Fähigkeit, die manche Menschen einfach haben. Es ist völlig egal, was du machst, die kommen zu spät. Also ich habe das schon mal erzählt, aber nur mal ganz kurz zusammenfassen, weil ich glaube, Menschen, die immer zu spät kommen, deren Kopf funktioniert auch einfach anders. Ich war bei meinem Kumpel, ne, hier, und der ist Koreaner und lebt auch hier in Japan. So, und ich habe den ganzen Tag mit ihm verbracht und wir wollten um 19.30 Uhr bei einem anderen Freund sein, zum Essen. So. Wir sind nochmal zu seiner Wohnung gegangen, zu der Wohnung von meinem, nennen wir ihn mal Franz. So, wir sind nochmal zu Franz' Wohnung gegangen. So. Und wir sind bei Franz in der Wohnung und es wird halt so, ja, 6:45, 7 nähert sich an und so. Und ich weiß halt, wir brauchen ungefähr 40 Minuten rüber. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich schon zu spät. Und dann fragt Franz mich, hey Hauke, wollen wir noch was essen? Warte, wie hat er das gesagt? Weil an dieser Aussage, die er getätigt hat, macht halt auch nicht Sinn. Darum ist es auch so schwer, sich die zu merken. Er sagte, glaube ich, wollen wir so in einer halben Stunde los, damit wir pünktlich da sind? Oder wollen wir noch was essen und dann hin? Also, es ist 7. Und wir, also 19 Uhr. Und wir sollen um 19.30 Uhr da sein. Und er schlägt vor, um 19.30 Uhr loszufahren zu einer Stelle, wo wir 40 Minuten hinbrauchen und fügt hinzu, damit wir pünktlich sind. Oder wollen wir noch was essen und dann hin? Beides ist zu spät. Für ihn war das halt, eins war eine Option, seiner Meinung nach bedeutete um 19.30 Uhr losfahren, dass man dann pünktlich ist. Und der Mensch kommt immer zu allem zu spät. Ich kann mich an ein einziges Event erinnern, wo der pünktlich war. Sonst ist der konsequent immer zu allem zu spät. Es ist so krass. Es ist wirklich eine magische Fähigkeit. Einmal ist er 6 Stunden zu spät gekommen. So, das ist auch so, Menschen, die immer zu spät kommen, die halten Absprachen ja auch so vage, wie es geht, damit man ihnen nicht vorwerfen kann, dass sie zu spät sind. Und bei dieser 6 Stunden zu spät war halt irgendwann mal so lose 13 Uhr in den Raum geworfen worden. Und ich dachte, machen wir mal ein Experiment. So, ich sag einfach mal gar nichts. Und dann irgendwann so um 6 abends hat er mir dann halt geschrieben und meinte, ja, er würde jetzt bald losfahren. Und dann meinte ich so, ja, du, mach dir keinen Stress, ne? Es ist ja erst 5 Stunden her, dass wir uns treffen wollten, du Schlingel. Was hast du geantwortet? Keine Ahnung, ich stand da halt auch erstmal und war halt baff. Ich glaube, mein erster Impuls war halt auch direkt so, hä, das macht doch, wir sind doch bei beiden zu spät. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wenn wir rechtzeitig da sein wollen, müssen wir jetzt los. So, dann meinte er, jetzt schon? Und ich so, wie jetzt schon? Wir sind jetzt schon zu spät, Franz. Wenn wir jetzt sofort zur Bahn laufen, sind wir schon 10 Minuten zu spät. Ich habe mich bei guten Freunden auch an Unpünktlichkeit gewohnt. Schwierig finde ich das bei neuen Menschen zu daten, oder wie meinst du? Ich bin einmal nach Hause gegangen bei einem Date, weil jemand so spät kam. Also ich wurde auch schon mal versetzt, so dass jemand halt gar nicht kam oder so. Aber einmal ist mir zu bunt geworden. Da habe ich gesagt, nee, jetzt reicht's, ich gehe jetzt nach Hause. Da ich auch nicht. Keine Ahnung. Das war aber auch so in der Hochphase meines, ich bin komplett genervt davon, dass jeder immer zu allem zu spät kommt. Und es hat geregnet und wir wollten uns irgendwie in Shibuya treffen. Und ich stehe da halt und dann schreibt sie irgendwann auch so und meint, ja, sie ist noch bei der Arbeit eingebunden und so. Sie kommt, aber sie ist irgendwie, war sie essen mit ihrer Chefin oder so. Also schon beruflich. Meint dann, ja, sie ist jetzt gleich da. Und dann höre ich halt auch lange nichts und dann heißt es wieder, sie ist jetzt gleich da. Und ich war halt 15 Minuten zu früh da. Ist ja mein Ding, ne? Die ziehe ich ab von meiner Wartezeit. Die zähle ich schon nicht dazu. Die 15 Minuten, die ich eher da war. So. Und das Ding war, sie hatte halt auch noch gesagt, irgendwie, ich soll mir ein Date überlegen. Weil das war irgendwie das dritte Mal, dass wir uns getroffen haben. Und ich hatte dann halt eine Reservierung gemacht und so. Und hatte halt irgendwie was vorbereitet. Und ich weiß, es war irgendwie so ganz absurd, immer so ganz vage Aussagen. Und irgendwann so nach 30 Minuten zu spät schrieb sie dann, ja, sie ist jetzt fertig, sie ist jetzt, die bezahlen schon, sie macht sich gerade auf den Weg. So, und dann nochmal 15 Minuten später. Und ich stand halt immer noch da.
Und dann meinte sie auf einmal so, wo ich bin. Und dann meinte ich, wie, wo ich bin? Ich bin da, wo wir uns treffen wollten. Meinte ich, wo sie ist. Dann meinte sie, ach so, sie dachte, sie sollte jetzt an dem Restaurant, wo sie ist, warten. Und dann habe ich geschrieben, jetzt, nee, sorry. Ich habe mir gesagt, jetzt reicht's. Wenn du noch nicht mal losgelaufen bist, um hierher zu kommen, sondern auch noch erwartest, dass ich jetzt zu dir laufe, dann ist es vorbei. Jetzt ist gut gewesen. Hat sie aber auch verstanden. Keine Ahnung, sie war schon enttäuscht, aber hat dann schon auch verstanden, ey, ja, ich habe jetzt auch keine Lust auf ein weiteres Date. Lass es mal gut sein. Ich muss halt sagen, zu spät kommen kann immer passieren. Wie ich mit so einer Situation umgegangen wäre halt, ich hätte der Person geschrieben, du, ich bin hier bei der Arbeit noch eingebunden, geh doch einfach schon mal dahin, wo wir eine Reservierung haben, Drinks gehen auf mich, tut mir leid oder keine Ahnung, ruf dir ein Taxi, komm hierher, wo ich bin, wir treffen uns gleich hier, tut mir mega leid, so, mach dir keinen Stress. Ich hätte halt irgendwie daran gearbeitet, die Zeit des anderen Menschen zu respektieren. Aber wie gesagt, vielleicht, das ist auch so eine leichte Tokio-Krankheit. Wurde mir zumindest auch von meinen japanischen Freunden gesagt. Das ist so ein Ding in Tokio, dass alle Menschen zu privaten Veranstaltungen immer zu spät kommen. Schon unverschämt am Ende verlangen, abgeholt zu werden. Das war auch der Punkt, wo ich halt meinte, jetzt reicht's. So. Keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht irgendwie jemandem böse nachreden. Kann immer passieren. Aber letztlich war halt das letzte Mal, dass wir miteinander verabredet waren. Danach war halt Ende. Kommunikation ist Lava. Oh, ich habe jetzt endlich meinen Wasserfilter installiert. Ne? Geil, am Wasserhahn. Ich habe nämlich auch so geil, habe mir einen Wasserfilter bestellt und dann passte der nicht. Also in Tokio nimmt man dann quasi den vorderen Teil vom Wasserhahn ab, dann schraubt man da so ein Plastikgegenstück drauf und dann kommt da so ein Wasserfilter drauf, direkt am Wasserhahn quasi. Und dann ne, kannst du halt einfach immer gefiltertes Wasser. So, und das passte halt nicht. Habe ich den zurückgeschickt und dachte, ja, das Ding ist halt kaputt, das Gewinde an dem Gegenstück. Neuen gekriegt und der passte auch wieder nicht. Das Gewinde an meinem Wasserhahn ist halt kaputt. Dachte ich, ja, was machst du jetzt? Den ganzen Wasserhahn austauschen oder irgendwas? Dachte ich, ja, fuck it. Bestellst einfach Dichtungstape und dann passt das schon. Ich so, Dichtungstape bestellen, das habe ich da gestern drauf gemacht. Jetzt passt das. Jetzt funktioniert alles. Warum Filter? Keine Ahnung, das Wasser in Großstädten ist ja einfach oft nicht so dolle und das hat halt so einen leichten Chlorbeigeschmack und das finde ich einfach nicht so geil. Ist auch einfach nicht gesund. So, und dann jage ich das Wasser halt. Das machen eigentlich alle hier so. Jagen man es halt nochmal durch einen Filter. Also habe ich ehrlich gesagt aber in Deutschland auch so gemacht. Habe ich jetzt auch keinen. Vielleicht ist es auch, weil ich vom Land bin. Ich habe halt. Wobei ist ja so im Land auch nicht immer super das Wasser. Aber ich habe in Hamburg das Leitungswasser, fand ich jetzt auch nicht so lecker. Wie seht ihr das denn mit Partys? Da gehört es noch irgendwie dazu, dass fast keiner zum festen Zeitpunkt kommt. Meistens 30 Minuten bis eine Stunde später. Pff, ich glaube, das sieht halt auch jeder so ein bisschen anders. Heute war. Also, Freunde, die auch zu diesem Geburtstag gehen, waren halt heute hier. Vorher, weil ich mich mit denen getroffen hatte. Und die sind auch um 5 sollte man so da sein. Die meinen, ja, wir kommen halt ein bisschen später und so. Und ich glaube, das ist für viele auch normal. Ich glaube, da bin ich auch einfach ein bisschen zu langweilig. Wenn mir jemand sagt, um 5 geht's los, dann bin ich um 5 da. So. Erst recht, wenn ich gehört habe, es gibt was zu essen. Ab 5 heißt für mich um 5. Aber ab 5 ist ja los. Wenn jemand sagt, ab 5, dann alles cool. Und so mache ich das auch gerne. Weil es auch, wenn ich zum Beispiel an meinen Freundeskreis denke, wenn ich sage, ab 5 habe ich einen Kumpel und wenn wir kochen, weiß ich, der ist um 5 da. Der kommt um 5, der hilft dann kochen, das ist auch der einzige Kumpel, der mich nicht nervt, wenn er mit in der Küche ist und so. Der ist dann um Punkt 5 da. Und dann weiß ich, es gibt halt Kumpels, die kommen erst 3 Stunden später, für die legt man halt irgendwie, packt man Essen beiseite. Ich glaube, es kommt immer auf die Einladung an. Party ab 5, Hauke kommt pünktlich um 5 Uhr morgens. Schön wär's. Genau, Franz kommt immer so 3-4 Stunden später. Wie ich das hinbekommen habe, in Tokio Fuß zu fassen, hast du vorher mit Vermietern korrespondiert. Das macht wenig Sinn im Falle Japans. Sagst du, wobei kann man schon machen, aber für mich war auch die ganze Corona-Situation, hat mein Herziehen stark verändert. Ich wollte eigentlich herkommen, mein Visum abholen, mich schon mal umgucken auf dem Wohnungsmarkt, was absprechen, dann nochmal wegfahren und wiederkommen. So, mir war vorher schon ziemlich klar, also man muss sich ja ein bisschen schlau machen, wie der Wohnungsmarkt funktioniert. Der ist ja kurzlebig in Tokio, das heißt, man macht eigentlich immer erst einen Monat, bevor man umzieht, sucht man das alles raus. Hier nochmal der Hinweis, der Sayonara Heimat Podcast ist jetzt zum Beispiel bei Apple Podcasts und Podimo. Da gibt es eine ganze Folge nur zum Wohnungsmarkt in Japan. Da gibt es eine ganze Folge nur zu meinem Visum und so. Also wird alles erklärt, wie man so nach Tokio kommt. Jedenfalls habe ich dann, dadurch war das bei mir ziemlich viel hin und her, weil dann das Visum noch nicht 100% klar war und so. Aber am Ende, nee, ich habe dann vor Ort gesucht. Ich habe mir halt eine Immobilienmaklerin gesucht und mit der läuft man halt rum. So. Und die zeigt einem Wohnungen, die für dich als Ausländer in Frage kommen. Das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, ob du mit einer Firma suchst oder alleine. Ich habe jetzt schon ein bisschen so eine Sondersituation. Ja, das ist so das Mischding.